300 Zuschauer hatten sich am Freitagabend in der Sporthalle Berlin-Charlottenburg eingefunden, um dem 5. Spiel der Hallenhockey-Bundesliga beizuwohnen. In der Gruppe Ost traten die Zehlendorfer Wespen gegen den unangefochtenen Spitzenreiter Blau-Weiß Berlin an. Trotz eindeutiger Tabellenführung der Blau-Weißen zeigten die beiden Mannschaften hier ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das zwar recht torarm verlief, jedoch spannender kaum hätte sein können. Das Match startete verhalten. Beide Mannschaften tasteten sich zunächst ab, überstürzten nichts und setzten auf ein ruhiges Aufbauspiel. Doch diese Ruhe sollte nicht von langer Dauer sein. Nach einem gehaltenen Torschuss von Thomas Buß ging es auf einmal ganz schnell. Kontermöglichkeit, Überzahlsituation und ein Fehlpass sorgte weiter für ein ausgeglichenes 0:0. Dieser darauffolgende Angriff der Zehlendorfer in Blau führte jedoch zu einer Ecke in der 13. Minute, welche Felix Fischer für die Wespen kurz und schmerzlos zum 0:1 verwandelte. Der Spitzenreiter Blau-Weiß nun aggressiver. Mit schnellen Kombinationen gelang es ihnen immer wieder zum Abschluss zu kommen, doch sowohl die Torhüter als auch die Defensivleistung der Gäste schien einfach zu stark. Dann die Chance auf den Ausgleich. Der TC bekommt zwei Ecken in kurzer Zeit, doch bei beiden geht das Runde haarscharf am Eckigen vorbei. Das Spiel der Wespen scheint weitsichtiger. Aktionen wie diese fordern Torwart Matthias Rätscher und lassen den Wespen keine Ruhe. Dann endlich passiert es. In der 26. Minute erzielt die Nummer 16 Paul Rickens mit diesem Tor den Anschlusstreffer zum verdienten 1:1 und erzwingt damit ein Unentschieden zum Ende der ersten Halbzeit. Mit guter Stimmung von den Rängen startete die Partie nicht weniger spannend in die zweite Hälfte. Beide Teams zeigten hier, warum sie die Führenden ihrer Tabelle sind. Fast sekündlich sorgten schnelle Ballbesitzwechsel dafür, dass es hier kaum möglich war, eine der beiden Mannschaften als Favoriten zu sehen. Nach dem 2:1 für die Gastgeber durch Timo Blobel in der 41. Minute hatten die Wespen nun kaum noch eine andere Wahl, als sich offensiver aufzustellen. Dies machte sich bemerkbar. Immer wieder war Matthias Rätscher nun gefragt und glänzte mit seinen Paraden. Doch auch Hendrik Rose im gegenüberliegenden Tor hielt seinen Kasten leer. Trotz einer gelben Karte für die Wespen in der vorletzten Minute des Spiels machten diese weiter Druck und konnten mit diesem Treffer hier von Nils Sund auf ein 2:2 Ausgleich. Mit nicht einmal mehr einer Minute dann auf der Uhr sah alles nach einem Unentschieden für diesen Abend aus. Doch Blau-Weiß hatte andere Pläne. Florian Donnermeier schoss den Tabellenführer mit diesem Treffer zum 5. Sieg im 5. Spiel. 3:2 für Blau-Weiß. Ich glaube, wir haben verdient gewonnen, dass es am Ende so knapp wird. Okay, passiert. Deshalb glaube ich auch, dass es das Siegtor am Ende noch, verdient war. Also alles in Ordnung. 5 Spiele, 5 Siege. Bin sehr zufrieden, glaube ich. Offensiv waren da relativ wenig Chancen dabei, klare Torchancen. Wir waren zwar relativ viel im Ballbesitz, haben auch viele Bälle verloren, zu viele Torchancen zugelassen. So. Also wir sind spielerisch nicht zufrieden, mit dem Ergebnis sind wir zufrieden, wenn man das so abrunden könnte. Ja. Wespen hat das heute aber auch extrem gut gemacht. Also haben gut gestanden, gut verteidigt, gute Angriffe auch rausgespielt. Und haben immer, wenn sie im Kreisnähe waren, bei uns waren immer gefährlich. Also auch Kompliment an Wespen, das war heute echt auch eine Top-Leistung. War ein gutes Spiel insgesamt, hat Spaß gemacht zu spielen. Am Ende nochmal extrem spannend, unglücklich für uns. Aber insgesamt war es ein gutes Spiel und ich glaube, ein Unentschieden wäre auch okay gewesen.